Hey Leute, was geht ab, euch und willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ihr seht's richtig, heute habe ich das offizielle DFB-Magazin für euch am Start, das Paule-Magazin für Kids. Wir haben hier ordentlich geile Sachen mit drin, eine limitierte Auflage der FIFA 365 Serie, die neuen Panini FIFA 365 Sticker und dann hier so ein Hacky-Sack vom Team Paule. Genau, das ganze Magazin kostet 3,60 Euro, das ist die zweite Ausgabe im Jahr 2019. Ich werde es mit euch gemeinsam jetzt hier mal in die Zeitung reingucken, ins Magazin reingucken, was da alles so mit drin ist. Ich werde das Stickertütchen auspacken und dann, ja, lege ich los. Ich habe Bock drauf. Ich hoffe, ihr habt genauso Lust wie ich. Das Paule-Magazin, ich kann mich an das Paule-Magazin erinnern, wo die wirklich die geile Leute, aber wirklich die... diese Tröte drin war. Das war im Paule-Magazin, ich glaube, zu Euro 2016. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, zu Euro 2016 war da diese Tröte mit drin. Wir gucken uns als erstes die limitierte Auflage. Alleine deswegen müsste man sich schon das Paule-Magazin kaufen, oder? Von Joshua Kimmich zur FIFA 365 Serie 2020 an. Joshua Kimmich, 88 Abwehr, 83 Kontrolle, 65 Angriff. Also eine schöne Karte hier vom Bayern-Star. Dann haben wir noch den Hacky-Sack. Das ist so ein, ja, so ein Skill-Sack, sage ich mal. Relativ schwer, den hochzuhalten, weil er halt sehr klein ist. Dafür braucht man schon Technik, sage ich mal. Ne? Technik. Thaddäus, die Technik. Zack, kommt hier oben hin, der Team Paule Ball. Das Stickertütchen, sollen wir das jetzt gleich auspacken? Ja, komm, Leute, wir packen es direkt am Anfang aus. Das erste Tütchen, was ich von der neuen FIFA 365-Serie auspacke. Und ich starte mit Arturo Vidal und Ivan Rakitic. Die neuen FIFA 365 Sticker haben so diesen grünen Rand. Ja, für mich hätten die Sticker ein bisschen mehr golden sein können. Bisschen mehr Gold. Aber mal gucken, vielleicht haben wir noch einen Glitzersticker drin. Na, ich warte erstmal ab. Arturo Vidal, Ivan Rakitic. Dann haben wir Valentino Lazaro und Alexis Sanchez von Inter Mailand. Von Chelsea haben wir Hudson Odoi und Tammy Abraham. Adam Lallana und Xherdan Shaqiri, Leute. Bei Shaqiri muss man einfach mitlachen, oder? Bei Shaqiri muss man echt hier mitgrinsen. So ein sympathischer Fußballer, wenn man ihn hier so auf dem Bild sieht, ne? Und am Ende nochmal Toni. Du bist Gold wert. Toni Kroos mit Marco Asensio von Real Madrid. Leider habe ich keinen Glitzersticker gezogen. Weil es heißt ja FIFA 365 die goldene Welt des Fußballs. Und dann macht man hier einen grünen Rand. Klar, es ist mal komplett was anderes. Also wirklich... noch nie so gesehen, solche grünen Sticker. Deswegen gefällt es mir eigentlich, weil es so eine schöne Neonfarbe ist, Neongrün. Aber ich werde natürlich die Sticker weiterhin auspacken und erstmal auspacken, weil das war jetzt mein allererstes FIFA 365 Sticker-Tütchen. Genau, lege ich da oben mit dazu. Paule Ball kommt erstmal weg, weil wir gucken uns jetzt noch das Magazin ganz kurz mal an. Gucken, was hier noch alles dabei ist. Natürlich eher für die jungen Zuschauer gemacht. Ich muss mal ganz kurz hier das Stativ ein bisschen hochschrauben, weil es soll ja auch alles zu sehen sein, was da drin steht, ne? Ist ja klar. So Leute, jetzt kann ich mich hinter der Kamera verstecken. So mache ich jetzt das Unboxing. Nein, mache ich natürlich nicht. Klar ist die Kamera ein bisschen im Weg, weil ich musste das halt relativ hochschrauben. Aber jetzt ist wenigstens alles hier im Bild drin. Aber mich sieht man ja noch hier. Da ist der Akku hier. Aber egal, komm, rund um den Ball zur deutschen Nationalmannschaft ist es natürlich hier. Dann hat man einen Comic mit dabei. Das gucken wir uns jetzt mal nicht an. Das überspringen wir. Hier ein paar Knobellein. Dann haben wir hier das Maskottchen der Euro 2020, Leute. Und als ich das erstes Mal gesehen habe, habe ich sofort an, wie hieß diese Serie im Super RTL oder auf Nick? Lazytown. Habe ich sofort an Lazytown gedacht. Weil da gibt es auch einen Charakter, der genauso aussieht wie das Maskottchen 2020 von Skilzi. Der heißt Skilzi hier. 2020 jubelt Skilzi der Mannschaften bei den Spielen zu. Wie heißt denn der Typ, Leute, von Lazytown? Na, immer was los. Jetzt geht's hier in Lazytown. Na. Genau diese Serie meine ich, Leute. Genau diese Serie meine ich. Genau. Hier wieder noch ein paar. Ohne Sammelbox kann man sich hier ausschneiden. Ein bisschen malen kann man auch. Zack, zack. Dann hier noch ein paar Poster vom Paule, denn von der deutschen Nationalmannschaft hier mit Neuer, Kroos, mit Klostermann, mit Jonathan Tah, Süle, Ginter, Kimmich, Werner, Serge Gnabry, Marco Reus und Nico Schulz. Zack. Also zwei Poster mit dabei. Dann hat man auch Postkarten hier
und dann noch Türschilder. Also wirklich viel, viel mit dabei. Aufwärmen macht Spaß. Slalom Dribbling, ein paar Tipps und Tricks, sage ich mal, für euch mit dabei, um ein paar Tricks zu lernen. Hier die Anleitung Slalom Dribbling, also um ein bisschen euch warm zu machen, was man machen kann im Training. Die deutsche Nationalmannschaft macht das halt auch mit diesen Kegeln etc. Hier seht ihr ein paar Bildausschnitte, wie es die DFB 11 macht. Ganz genau. Dann ein paar Rezepte für euer Powerfrühstück. Zack. Apropos Powerfrühstück, das muss ich jetzt einfach mal ansprechen. Ne? Klar, es ist sehr gesund, sowas zu essen und sowas zu machen. Ich bin ein Typ, ich esse eigentlich fast nie Frühstück. Hört sich jetzt komisch an, aber ist so. Die erste Mahlzeit, die ich so esse, ist eigentlich das Mittag. Es gibt Tage, wo ich mal was zum Frühstück esse, aber in der Regel esse ich eigentlich meistens nichts zum Frühstück. Wie macht ihr es? Schreibt es gerne mal unten rein in die Kommentare. Hashtag Frühstück an dieser Stelle. Auf zur Europameisterschaft. Und dann sind wir auch schon durch hier. Finde die Fehler. Das mache ich aber mit euch jetzt nicht gemeinsam in der nächsten Ausgabe. Ist leider nichts. Nein, es steht nichts dabei, was dabei nächstes Mal zu finden ist. Hier nochmal für die FIFA Direct 5 Serie ein bisschen Werbung gemacht auf dem Paule Magazin. Genau, Leute. Das war's mit dem Paule Magazin. Mir hat Spaß gemacht, mal wieder so eine Zeitung auszupacken. Schöne FIFA Direct 5 Sticker mit dabei. Eine schöne Limi von Joshua Kimmich. Ich bedanke mich dann jetzt fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt mit dem Hacki-Sack ein bisschen trainieren. Ha, Leute, das mache ich jetzt. Ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüssi.